Ach, hey, das ist schon wieder dieser aufdringliche Franzmann, der mich unbedingt fotografieren will. Sei bloß vorsichtig und lach nicht so sehr, sonst sieht man nichts als deine Zähne. Ja. Oh. Meine Herren, Napoleon Charbonneau entbietet Ihnen seinen Gruß. Ich habe schon gedacht, Sie hätten dich gehemmt. Nein, Gott sei Dank nicht. Ich komme, um mich bei meinem Retter zu bedanken. Old Shatterhand, zu spät. Der ist schon lange weg. Ja, das tut mir leid. Dadurch, dass er den Strick durchschossen hat, hat er übrigens sein Meisterwerk gerettet. Was? Meinst du dich? Das beste Foto, das ich je gemacht habe. Sieh dir das an. Der Titel dieses Wunderwerks lautet: Schwarzes Pferd weint über einen toten Indianer. Du kennst den Indianer. Meinst du? Sehr gut. Winnetou. Ja, Winnetou. Aber du wirst den Titel ändern müssen. Er stimmt nämlich überhaupt nicht. Winnetou ist vor einer Woche noch hier gewesen. Ja, und sehr lebendig. Ja, das kann man wohl sagen. So, das freut mich. An dem Tag, als ich das Foto gemacht habe, haben viele Indianer ins Gras gebissen. Aber sie haben sich gerecht. Dieser Sammy Cook, der Kerl, der mich aufhängen wollte. Was? Den hat es erwischt. Ein Schlag mit dem Tomahawk. Ein Schlag mit dem Tomahawk? Das sowas. Ein Schlag mit dem Tomahawk, hat er gesagt. Mann, was du alles weißt. Oh, ich bin gut orientiert. Durch meinen Beruf komme ich ja auch viel herum. Ich schreibe die Geschichte in Bildern. Soll ich es dir beweisen? Sieh dir mal das hier an. Gestern aufgenommen. Aber das ist ja alter Bär. Richtig. Der ist doch tot. Die Bande von Sammy Cook hat ihn umgebracht. Sie haben ihn nur verwundet. Sie haben ihn notdürftig wieder zusammengeflickt. Und behauptet, er hätte ein Kind ermordet. Er wurde der Militärgerichtsbarkeit übergeben und soll gehängt werden. Armer alter Mann. Er wird den Weg aus Blut und Sand weitergehen müssen. Als Winnetou eine Rast machte, erzählte er Tashunko von seinem Freund Alter Bär, von dem er glaubte, dass er tot sei. Alter Bär war wie ein Vater zu mir. Er hat mich vieles gelehrt. Ist er tot? Ja. Es gab einen Tag, ich bin noch jung und unerfahren gewesen, wie du. Da sagte er zu mir: Gib mir deine Hand. Gib mir deine Hand, Herr Schunko. Halt fest. Ich habe die Glut auch fallen lassen. Alter Bär sagte zu mir: Der große Geist ist der Schöpfer aller Dinge. Wir können ihm nichts geben, was er nicht schon hat. Das einzige Opfer, das wir ihm bringen können, sind die Leiden, die wir erdulden.